Bayern München hat seinen Skandal. Uli Hoeneß, der Präsident des Fußballclubs, musste sein Amt niederlegen, denn es ist aufgedeckt worden, dass er 28 Millionen Euro an Steuern hinterzogen hat. Ich möchte Hoeneß hier nicht verurteilen, denn auch ich bin ein Mensch mit Schwächen. Doch ich frage mich, Uli Hoeneß hatte genug Geld, um sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Warum hat er dem Staat zu wenig Steuern bezahlt? Wollte er mehr als viel Geld haben? Uli Hoeneß zeigt mir etwas, was in einem jeden von uns steckt. Wir wollen immer mehr. Doch kann mehr Geld und mehr Besitz diesen Wunsch befriedigen? Mir scheint, solange wir in dieser Welt leben, werden wir immer das Gefühl haben, es ist zu wenig, weil wir und die Dinge dieser Welt immer begrenzt sind. Mir scheint, nur etwas Unendliches, Grenzenloses kann unseren Hunger nach mehr stillen. Ich glaube, dass es das gibt. Es ist mehr als eine Energie, ein Raum. Es ist ein Du. Es ist der Gott, den Jesus mir zeigt. Ein Gott, der mich leidenschaftlich liebt und der mir ewiges, erfülltes Leben verspricht. Dieser Glaube an diesen Gott sagt mir, hänge dich nicht an die Menschen, an Dinge dieser Welt, die deine Sehnsucht doch nie ganz stillen können, sondern hänge dich an Gott. Und zu diesem Gott bete ich gerne, du, Herr, bist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, du stillst mein Verlangen.